unterwerfen uns einer Logik, die natürlich den Zeitgeist prägt. Eine Logik, die also von Lügen und falschen Urteilen völlig durchsetzt ist. Die ganze Außenpolitik ist ein einziges Lügengebäude, ein einziges Lügengebäude. Das beginnt ja damit, dass wir immer davon reden, die USA hätten einen Verteidigungsetat. Welch eine gewaltige Lüge. Dieser Etat, der also, sagen wir, alle anderen Etats in der Welt übertrifft, und die haben überhaupt keine Feinde, die Mexikaner wollen sie nicht angreifen und die Kanadier, soweit ich weiß, auch nicht. Also sie haben einen Etat, um also militärisch der Hegemon in der ganzen Welt zu sein, das wollen sie auch, aber sie reden von einem Verteidigungsetat. So, und so geht also das Lügen geht also unterbrochen weiter. Jeder Interventionskrieg der USA wurde mit einer Lüge begründet. Die meisten wissen noch beim Irak, das ist noch bekannt. Aber das war vorher auch immer schon so, dass irgendwelche Lügen am Anfang standen und dann wurde die Öffentlichkeit aufgehetzt, die Medien haben mitgespielt und dann musste man auf einmal Krieg führen. Und dieser Kriegslogik, der muss sich zumindest eine politische Kraft nicht unterwerfen. Wir dürfen uns niemals dieser Logik unterwerfen, sonst sind wir nachher genauso mit von der Partie wie also die Sozialdemokraten im Kaiserreich. Genauso. Und ich freue mich auch, dass jemand, wie du sagst, die angelsächsischen Brandstifter, dass man, ja, sicher sind sie das, aber wer spricht denn das schon aus? Es ist ja wirklich also eine ungeheure Leistung, das mal auszusprechen. Das ist ja die Wahrheit. So, Wer hat denn den Nahen Osten in Brand gesetzt? Den Nahen Osten in Brand gesetzt, haben in erster Linie die USA. Ich will die anderen jetzt aus Zeitgründen mal weglassen. So, dann werden Waffen geliefert von Saudi-Arabien, von Katar. Die USA haben die ISIS zuerst mit stark gemacht. Und jetzt sollen wir hingehen und sollen irgendwie da diesen Brand löschen, den die da eigentlich also angesteckt haben, über Jahre angesteckt haben, mit der schwachsinnigsten Außenpolitik, die man überhaupt vorstellen kann. Das ist ungeheuer, was da passiert. Und wir sollen dann dafür gerade stehen. Das Entscheidende wäre, dass die UNO gestärkt wird. Und dazu müsste eben die UNO in der Lage sein, das Völkerrecht mal durchzusetzen. Aber da gibt es diesen Hegemon, die USA, die angeblich eine solche führende Nation unserer Wertegemeinschaft sind. Die erkennen da überhaupt kein Recht an. Der ganze Frieden beginnt damit, dass die USA einmal lernen, Recht, Völkerrecht anzuerkennen. Wenn sie das lernen würden, dann wäre der erste Schritt zum Weltfrieden wäre getan. Der erste Schritt. Weil wir haben einen Präsidenten an der Spitze der USA, der laut Bild-Zeitung sagt, ich bin gut darin zu töten. Ich habe in der Fernsehdiskussion gesagt, mal ein Drohnenmörder. Man spricht das ja fast gar nicht mehr aus. Und dann reden wir von einer Wertegemeinschaft. Das ist doch alles irre. Wir müssen uns mal ehrlich machen in der Außenpolitik. Dann kommen wir vielleicht zu Diskussionen, wie wir wirklich zu einer friedlicheren Welt werden können.